Von der Herbsthöhe über die Strudelschlucht jetzt zum Shogunland. Ein ganz schön weiter Weg, aber ich freue mich, dass wir hier sind, denn dieses japanisch angehauchte Gebiet, das hat man schon gesehen im Trailer zu Paper Mario. Hat auch nicht überrascht, dass das vorkommt. Das ist ja relativ, üblich mittlerweile, dass wir so asiatische Level-Welten kriegen in Super Mario-Spielen. Zum Beispiel in Super Mario 3D World. Oder auch in Yoshi's World. In Yoshi's Crafted World. Deswegen freue ich mich, dass wir das jetzt haben und so früh im Spiel. Ich werde das hier genießen und jetzt suchen wir erstmal ein paar Toads und dergleichen. Oder vielleicht auch nicht. Oh, ein Automat. Ticket, Billet, Normalo, Promi. Aber eigentlich sind wir ja ein Promi, aber ist das ist ein bisschen toll. Ist egal, wir kaufen das trotzdem. Promi-Billet, eine Shogunland-Dauerkarte. Die beste Wahl für echte Fans. Eintritt. Ich hätte vielleicht erstmal das hier lesen sollen. Normalo Billet, gewöhnlich einmaliger Eintritt. Ah, okay. Dann sparen wir uns vielleicht ja doch ein bisschen Geld mit unserem Promi-Billet. Bis zu 3 Personen pro Billet. Ja, ewig freier Eintritt. Gratisspiel um besondere Preise. Oh. Wenn wir öfter herkommen, sollten wir auf jeden Fall das Promi-Billet nehmen. Du planst also schon regelmäßige Besuche, Tantchen? Naja, ob sie das plant oder nicht, ist egal. Ich steuere hier. Sie kann mich immer nur aufhalten. Was ist das denn? Das ist ja kein Herz. Ein tanzender Toad. Ich weiß nicht, wonach es deinem Herzen verlangt, doch ich weiß, wo du dein Verlangen nach Herzen stillen kannst. Der liebe rote Backsteinbau harret in Toadtown der Beschau. Ja, apropos Toadtown. Wir haben hier sogar einen Rückweg. Der rote Backsteinbau. Ich glaube, den schauen wir uns mal kurz an. Aber wirklich nur kurz. Sechs Gebiete gibt es hier. Zwei haben wir jetzt frei. Also kommt noch einiges auf uns zu. Das Museum werden wir uns auch nochmal angucken. Aber jetzt will ich gerade nur zu diesem Backsteinbau, weil es kann sein, dass das etwas ist, das uns wirklich auch weiterbringt. Vielleicht. Wahrscheinlich nicht. Aber es ist sowieso nicht verkehrt, hier zu sein. Ich meine, das war dieses Kampfstudio. Ist der Backsteinbau nicht diese Lagerhalle? Am Hafen? Jedenfalls ist da auch der Itemladen, da wollte ich rein. So, ja, da hinten ist der Backsteinbau. Aber hier ist erstmal die Halle. Ja, sehr gut. Ich hätte gerne... Die waren schon ziemlich gut. Ich meine, wir haben das Geld. Vielleicht auch noch ein Pow-Block. Feuerblumen habe ich genug. Wurfhammer habe ich ein. Aber ich will eigentlich mehr haben. Na gut, das reicht erstmal. Ein bisschen bessere Ausrüstung schadet nicht. Ich muss ihn natürlich auch ausrüsten. Das vergesse ich wahrscheinlich wieder. Egal. Ist das der Toad? Ich bin es, der Toad der Herzen, und stehe zu deinen Diensten. Ich spüre sie, die verlorene Liebe in dieser Welt, also höre. In genau diesem Moment hat kein einziges einsames Herz mehr seine Entdeckung. Herzergreifend ist die Legende von einem, der Auszug alle Herzen zu ergreifen. Ach so. Der sagt uns wahrscheinlich, wo wir immer KP Plus finden, falls wir mal eins verpasst haben. Und derzeit haben wir wohl alle. Das ist ja super. Das ist die falsche Röhre, fällt mir gerade ein. Liefert uns nicht zurück. Finde ich auch ein bisschen doof, dass das Labor nicht wirklich vom Hub aus zu erreichen ist, sondern immer ja quasi davor liegt. Den Weg ein bisschen aufwendiger.
Gehst du wohl da rein? Aber jetzt geht's wieder in Shogunland. Ja, ja. So, Eintritt gezahlt haben wir. Das ist der Ausgang, das ist der Eingang. Präsentiere dein Billet. Gerne doch. Mach den Weg für die Promis frei. Ja, so soll das sein. Wow, seht euch mal das Schloss an. Ach, das ist super klasse. Ein Tag voller Spiele und spaßiger Attraktionen liegt vor uns. Ich bin so aufgeregt, dass ich mich noch verknicke. Ja, und hier ist so der Nachbau einer kleinen japanischen Stadt. Hä? Das ist das Shogunland? Aber wo stecken die ganzen Leute? Ist heute vielleicht geschlossen oder so? Wenn dem so wäre, hätten sie uns wohl nicht hineingelassen, Tantchen. Aber es ist wirklich ziemlich ruhig. Vielleicht sind gerade alle bei einer Schau. So, wir können hier überall reingehen. Cool. Ja, es wird aber sehr viel Zeit brauchen, um das zu erkunden. Okay, die Lampe habe ich schon mal ausgeguckt. Ist das ein echter Cheap Cheap hier? Anscheinend nicht. Ich dachte, da wäre vielleicht irgendwie ein Toad drin, aber sah nicht so aus. Na gut, aber was ganz offensichtlich ist, wir müssen unser Billet zeigen. Ach, das kriegen wir jetzt nur, wenn wir das Promi-Billet haben. Das ist ja krass, das Schatzmini hier. Flusstourboot. Wir haben auf jeden Fall die richtige Wahl getroffen. Gut, dass ich nicht geizig war. Wie sonst immer. Souvenirladen, offizielle Shogunland-Fanartikel. Ist der denn auch geöffnet oder ist der... Ja, das dachte ich mir. Dass es hier gerade nichts zu holen gibt. Bald verfügbar. Mhm. Und da komme ich nicht rein. Damit geht's nicht, ja, dachte ich mir. Ja, ja, na gut. Merkt auf, brave Besucher des Shogunlandes. Halt euch hier entlang. Okay. Wir folgen einfach mal. Es empfiehlt sich nicht, an diesem ungeschützten Ort zu verbleiben. Folget mir, denn die Zeit drängt. Wohlan, der Weg führt hier entlang. Ja, wenn ich woanders hingehen würde, wird Olivia mich wahrscheinlich sowieso aufhalten. Auch schon wieder eine Party. Oh, brave Besucher des Shogunlandes, ergebens bitten wir um eure Hilfe. Eine grässliche Bande von Origami-Schurken fiel in dieses Land ein. Wir sind untröstlich. Die meisten treuen Wärter dieses Landes wurden überwältigt und schmachten nun im Schloss des Shogunlandes. Ja, das ist total ätzend, Mann. Wir haben uns alle coole Kostüme für den großen Tag hier genäht und... Ups, was ich meinte war, für wahr, unser Eintrittsgeld darf nicht umsonst gewesen sein. Und Herr Tinix, bitten wir um deinen Beistand, okay? Falschergen? Hier? Wie können diese Schufte es wagen, den Frieden und die historische Authentizität des Shogunlandes zu zerstören? Hey Mario, wer hätte gedacht, dass wir uns hier treffen? Ach so, das war er. Ich wollte nur kurz den Fluss hinunter paddeln und mich etwas umsehen und dann das. Diese blaue Luftschlange blockiert den Weg. Unmöglich darum herum zu paddeln. Na, seht mal, die gelbe Luftschlange wartet direkt hinter diesem Tor. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als uns zuerst um die blaue zu kümmern. Dann ist es entschieden. Wir kommen nicht weiter, bevor wir uns nicht um die Luftschlange gekümmert haben. Das Schicksal führte uns hierher. Mario-san, Bobo-kun, eilen wir uns. Auf zum Schloss. Du bist ja in Stimmung für den ganzen Kulturkram, Tantchen. Naja, du hast wohl recht. Ohne das Personal gibt es hier nicht viel zu erleben. Also, auf zum Schloss. Mhm, okay.
Also, Olivia entwickelt sich hier noch zum Otaku. Schweif, wege Gegner in der Nähe mit einem Wirbelmanöver um. Ja, cool, neues Item. Ist ein Eingang? Nee. Irgendwie seltsam. Wie kann man rein? Dann nehmen wir auch den Sniffles aus dem Weg. Und da haben wir einen Toad, das sehe ich sofort. Aber die Toads, die man sowieso immer sofort sieht, sind nicht das Problem. Die, die sich irgendwie verstecken, die sind das Problem. Mario, toll, ich bin ein ganz großer Fan von dir. Okay. Ich glaube, hier ist noch einer. Aber ich wüsste nicht, wo. Da ist einer von diesen, ja, Händlern. Zubehör, edles, exquisites und extra günstiges Zubehör. Ihr braucht es, ich hab es. Ich verkaufe meine Ware vor dem Souvenirladen. Die Leute da mögen es gar nicht, wenn ich das tue. ja. Und dann werde ich einfach überfallen, weil ich aus dem Gespräch entlassen werde, wenn zwei Sniffles neben mir stehen. Na gut. So, kriegen wir das hier hin, ist die Frage. Das passt. Okay, dann als erstes auf die hier. Super erledigt. Es folgen die Shy Guy. Und die Sniffits. Ich glaube, die halt ein bisschen mehr aus. Ja. Mein Bobby kann noch einen erledigen, aber. Ja. Ich wollte abwehren. Hat er jetzt Verstärkung gerufen? Oh Mann. Ja, hier reicht der Stiefel. Denn die Shy Guys halten nicht so viel aus. Und die Sniffers waren schon angeschlagen. Nur hier werde ich wohl auf die Glitzereisenstiefel gehen. 26 Schaden, krass. Okay. Oh, hier ist ein Loch. Und jetzt, wo das Loch zu ist, geht die Tür auf. Weil durch das Loch allein kann man nicht springen. So ist die Logik. Ich sehe zwar, dass da oben ein Toad ist, aber sonst ist hier wieder nichts, oder? Das ist irgendwie blöd, dass immer nur so wenig ist. Na gut. Ich habe gehört, dass das Wurfstern-Dojo da hinten ein paar tolle Preise hat. Ich wünschte nur, dass es von jemand anders betrieben würde. Okay, was ist denn an dem Betreiber das Problem? Ist er unhöflich? Betrügt er? Man weiß es nicht. Wir erfahren es wahrscheinlich gleich. Das Wurfstern-Dojo. Moment. Ne, da komme ich nicht durch. Na gut. Nein, geht weg. Oh, die gehen ja wirklich nicht weg. Hau ich halt ab. Und drei Toads gerettet. Naja, mehr oder weniger. Einer. Wir spielen Reise nach Jerusalem mit diesen Sabutons. Das sind Kissen, mit denen man auf Tatami-Matten sitzt. Ah, jemand hat meinen Lieblings-Sabutons stibitzt. Schon wieder. Ich habe gerade noch einen Sabuton erwischt. Ich sehe aber auch nichts, wo eins sein könnte. Für den einen. Naja, ist egal. Er ist gerettet, mehr kann er nicht erwarten von mir.
auch sehr bezahlt. So, ich sehe das Wurfstern-Dojo. Ich sehe aber auch, dass wir da nicht so wirklich hinkommen. Ist hier vielleicht irgendwie ein Eingang? Nee, ne? Schade, ich dachte, da unten wäre was. Anscheinend nicht so. Na gut, hier ist noch ein Häuschen. Ja, ich sah doch sofort, dass das irgendwie verkehrt rumlag. Das ist ein miausgezeichnetes Plätzchen für ein Nickerchen. Dass ich jetzt weiß, dass man die Dinger umdrehen kann, ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass ich nochmal überall hingehen muss. Aber naja, ich lasse es mal. Wenn uns was fehlt, dann werden wir sowieso nochmal alles abchecken. Nach dem blauen Band will ich sowieso einmal groß in einem Part alles nachholen, was wir bisher verpasst haben. So. Ja, ich glaube, um die komme ich nicht herum. Jetzt wird es aber ein bisschen voll hier. Sniffits! Halten so viel aus. Wirklich vier Gegner? Ah ne, gar nicht vier Gegner. Drei Gegner rein. In unterschiedlichen Formationen. Zwei Schlangen und ein Quadrat. So, jetzt nehme ich auch diesmal den Glitzerhammer. Einfach, damit es reicht gegen die hier. Das reicht immer noch nicht. Also die hatten mehr als 23 aus und Bobby hat versagt. Und jetzt braucht er wieder Verstärkung. Oh, ist doch nicht wahr. Also ich muss da wirklich exzellent schaffen, was ein Problem ist. Naja. Die werden jedenfalls besiegt. Allerdings brauche ich neue Ausrüstung, denn mein Hammer ist gerade kaputt gegangen. Den rüste ich auch mal sofort aus. Alle Löcher verschließen. Die sind nicht schlimm, die kann ich einfach kaputt hauen. Ah, das ist ein Toad. Ich beobachte die Gegend hier schon seit Stunden. Mir entgeht nichts, auch wenn ich etwas kurzsichtig bin. Und hier geht's auch rein. Oh Mann, es gibt hier so viel zu tun. Das ist wirklich ein riesiges Gebiet. Das wird wahrscheinlich 5 Parts brauchen, bis wir hier einmal durch sind. Die hier kann man auch gar nicht umdrehen, die Matten hier. Ja, doch, kann man. Ja, ich muss das auf jeden Fall machen. Bei ihm kann ich es jetzt nicht umdrehen. Da ist er einfach im Weg. Aber hier haben wir einmal ein weiteres Schätzchen. Nur für Promis natürlich. Kastanien. Oh Gott, bitte nicht. Ja, gut, was hast du zu sagen, Strohhalm-Guy? Alle Gläser hier sind so flach. Wie soll man aus denen überhaupt jemand jemals trinken? Wie gut, dass ich einen Strohhalm mitgebracht habe.
Du kannst ihn haben, wenn du magst, aber wisch ihn vielleicht vorher ab. Ach so, ja, das ist super, danke. Eine tolle Trinkhilfe, über die sich jemand sehr freuen würde. Ich weiß zwar nicht wer, aber das bringen wir noch in Erfahrung. So. Hier kann man einmal speichern. Und da war ein Toad drin. Das Ninja-Haus klingt ganz harmlos, aber da sind bestimmt Fieslinge drin, die es auf einen Kampf abgesehen haben. Du weißt, dass du bei der Auswahl deiner Angriffe Plus drücken kannst, um dich mit neuen Stiefeln und Hämmern auszurüsten, oder? Das habe ich tatsächlich gehört, allerdings noch nicht ausprobiert. Geld, Geld, Geld. Und ein Hund. Und man kann sich hier heilen. Oh, super. Warum heißt das Schokoland eigentlich Schokoland? Ich kann mich einfach nicht entscheiden, ob es nur mit Schock, Show oder Schokolade zusammenhängt. Ja, oder einfach mit dem Shogun. Wuff, wuff, wuff. Ah, du bist Mario. Du kommst gerade recht. Ich habe etwas gesehen, bei dem sich mir das Fell aufstellt. Ich dachte, dieser Typ in Grün wollte nur Gassi gehen, aber dann ist er in das Ninja-Haus da drüben gelaufen. Hinterher schnüffeln wollte ich ihm auch nicht, aber da drin muss es etwas richtig Gutes geben. Ah, der mysteriöse Mann in Grün. Jetzt sind wir ihm ganz dicht auf der Spur. Ja, das Problem ist nur, wir haben hier erstmal noch mit dem Kettenhund zu tun und ja. Was haben wir denn hier? Notiz des Pflegers, Ketterinchen. Unser Vorrat an Ketterinchens Lieblingsknochen geht zur Neige. Niemals ohne Knochen nähern. Okay. Geht zur Neige, ist aber gar nicht gut. Vielleicht ist ja hier drunter noch einer. Nein, schade. Schnipsel, ist auch nicht das gleiche wie ein Knochen. Okay. Also hier werde ich einen Knochen reinlegen müssen. Ich kann noch nicht mal in das Haus reingehen, alles klar. Dann suchen wir mal einen Knochen. Da geht's auch nicht her. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal da oben weiter. Weit geht's ja auch nicht, weil da hinten ist die Tür von der anderen Seite mit einem Sticker verklebt. So. Da sind einige Schaben. Uah. Ein Toad. Ein weiterer Toad. Und noch ein Toad. Aber es sollte noch einen geben. Das ist kein Toad. Aber hier ist noch einer. Ich dachte für einen Moment, das wäre ein Schatzmini, aber es ist ein Toad. Ich bin eins mit dem Bonsai. Ich bin völlig ruhig. Meine Füße sind eingeschlafen. Alles klar. So, was ist hier oben noch? Ein Durchgang. Das nächste Häuschen mit einem weiteren Toad. Vielleicht geht dieser komische, gefaltete Scheiger ja weg, wenn ich ihn einfach ignoriere. Ja, ignorieren hilft nicht, aber draufhauen. Und der hätte uns wohl auch von der anderen Seite gar nicht reingelassen. Er sagt, er muss zuhalten. So. Haben wir diese beiden Häuser gelöst? Finden wir jetzt hier einen Knochen oder nicht? Oh, der geht sogar hinten rein. Boden hat ja gezeigt, dass da irgendwas sein muss. Die Gebäude haben eine solch bezaubernde Ästhetik. Es ist so friedlich, so entspannend. Mhm. Und da ist ein Durchgang nach hinten. Ich hoffe, wir können jetzt auch den Sticker entfernen. Dann spare ich mir diesen Umweg. Zumindest finden wir Knochen.
Achso, ihr seid gar nicht böse. Oh, ich vergesse das immer. Klick, klack, klicker die Klack. Ich wünschte, wir hätten was Besseres als diesen Knochen zum Ball spielen. Vielleicht ein Strohhalm? Klack, klick. Was ist das denn? Also Strohhalm ist euch nicht recht. Okay, dann müssen wir wohl einen Ball finden. Wo finde ich denn am besten einen Ball? Olivia, hast du einen Tipp? Keine Sorge, liebes Parkpersonal, eure Rettung naht. Los, Mario, auf zum Schloss. Nein, du hast keinen nützlichen Tipp. Ja gut, es gibt ja hier noch genug zu erkunden, von daher werden wir den Ball schon finden, nehme ich an. Hat sich hier was bewegt? Oh verdammt, sogar die Dinger muss ich abchecken. Wenn du nicht weißt, wohin, sieh dir einfach die Informationstafel draußen an. Damit findest du dich im ganzen Schokoland zurecht. Ja, ja, okay. Habe ich gerade schon gesehen, dass da eine Tafel ist. Aber dass die auch wirklich funktioniert, das habe ich nicht erwartet. Ups. Die hier meint er, oder? Ach, krass. Wurfstern-Dojo. Was ist denn die 7? Die 7 ist das Haus der Heimtücke. Ninja-Parcours, okay. Es gibt einen Streichelzoo. Bei der 8? Ach so, okay, das ist mit dem Kettenhund. Ja, muss ich nicht unbedingt streicheln. Im Schloss ist das Theater. Souvenirladen, da waren wir. Wir waren noch nicht bei 4, das ist der Wachturm. Bei 5, das Haus der Mysterien. Kostüm-Fotostudio ist die 3. Ja, und das Wurfstern-Dojo haben wir auch noch nicht erreicht. Naja, mal gucken. Oh, hier ist ein Seiteneingang. Ich glaube, der geht zum Dojo. Da oben ist ein Toad. Ein schwarzer Toad anscheinend. Nein, das ist ein roter. Der Typ vom Wurfstern-Dojo ist nie da. Vielleicht hat er sich ja wieder im Dienstzimmer versteckt. Hält wahrscheinlich wieder mal ein Nickerchen. Hier, wir schauen einfach mal rein. Gut. Allzu viel sehe ich jetzt hier nicht. Na gut, der Typ ist ja nicht da, sondern wahrscheinlich. Da oben ist aber ein. Wo ist ein Schatzmini? Wahrscheinlich ist das der Preis hier. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen im nächsten Part weiter hier im Shogunland. Sehr cooles Gebiet. Anders als ich erwartet habe. Ich dachte nicht, dass es wirklich so ein Vergnügungspark ist. Oder naja, sowas ähnliches zumindest. Aber gefällt mir sehr gut. Im nächsten Part geht's weiter. Ist hier was? Oh, nee. Nee. Einfach nur. Ja, ich sehe schon überall Toads. Ich weiß auch nicht. Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und bis dahin, nur das Beste.